zurück zu The Culling, heute wieder mit lauten Geräuschen. Warum auch immer das jetzt immer nicht dabei war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mir heute, ja, beim letzten Male so unglaublich frustrierend, warum wir ein bisschen erniedrigend waren, habe ich mir so überlegt, lass uns doch ein eigenes Belohnungssystem einführen. Und zwar kriegen wir, ja, wenn wir, also Ziel Nummer 1 ist es, eine Waffe zu besorgen, die T2 oder mehr ist. So, wenn wir dies geschafft haben, kriegen wir dafür 100 Gummipunkte, ja. Okay, und dann, die nächste Etappe wäre ein Kill. Dafür gibt es noch einmal 100 Gummipunkte. Was ich davon kaufen kann, ein Fleiß-Smiley in mein Aufgabenheft. Ganz einfach, so. Das habe ich mir vorgenommen für diese Folge, ja, es holt die Nette beiseite. Das ist echt ziemlich frustrierend, aber, naja, was willst du halt machen? Ich bin halt nicht gut in solchen Spielen, deswegen müssen wir uns selbst eine Belohnung geben, und zwar die 100 Gummipunkte. Und wenn wir das Spiel mal gewinnen wollten, kriegen wir sogar 1000 Gummipunkte. Und davon können wir uns ein imaginäres Einhorn kaufen. Ist das nicht toll? Wir müssen nur 1000 Gummipunkte sammeln und wir können uns ein imaginäres Einhorn kaufen. Ich bin voll dafür. Das macht doch mega Spaß, nicht wahr? Ein tolles Belohnungssystem. Damit, das sollte man öfter mal tun. Oh, ein Item Crate. Nice. Ein Bogen. Okay, Moment, ich muss kurz mein Knie jucken. Au. Wie unangenehm. Okay, ein Bogen. Bogen. Aha. Okay. Explosive Crate, Dingsbums. Hier oben war irgendwo Funky Funk. War hier oben nicht Funk? Oder war es auf dem Dach? Da oben ist es. Okay, wie komme ich denn da hoch? Ist hier eine Rampe? Nein? Soll man da drauf springen? Von da oben? Oder kann man hier hochjumpen? Kann man. Aber da kommt man nicht hoch. Muss ich dann hier rüber? Ah, I see. Okay. Voll die Jumping Skills hier. Okay, wir haben noch keine Gummipunkte erreicht. Schade. Das erste Haus ist schon mal leer. Naja. So. Jetzt sollte ich mir mal einen Speer craften, sonst haben wir vielleicht ein Problem, wenn wir mal in Fight geraten sollten. Kann alles passieren. Warte mal. Ist hier irgendwo irgendwas? Steinchen? Hello? Ich höre Schritte. Na toll. Wir gehen mal weg vom Gebäude. Auf jeden Fall. Toll, wir haben noch keinen Speer und wir hören schon jemanden. Das gibt wieder ein bisschen Kacki in den Buchsen, muss ich sagen. Ich will doch nur einen Kill. Einen kleinen, süßen kleinen Kill. So einen ganz kleinen, winzig kleinen Killchen. So ein ganz, ganz kleines Killchen. So ein ganz kleines. Ja. Eine Anne würde mir auch reichen. Kill. Ach nee. Warum immer ich? Oh Mann. Ich hab doch echt ein Pech. Das gibt es nicht, ehrlich. Oh mein Gott, ey. Komm schon, lass mich einfach in Ruhe, ja? Lass mich doch einfach fucking nochmal in Ruhe. I have treatment for the blood impaired. Was soll's, ich muss weiter gucken. Keine Zeit zu verlieren. Einfach ignorieren. So! Oh! Angst.
Keine Ahnung, was er tut. Ich renne jetzt möglichst weit weg. Mit meinem Bogen, ohne Speer, ohne alles. Da freut man sich mal, ein Ding zu finden und dann gleich so eine Kacke. Und ich will doch einfach nur einen fucking Speer craften. Mein Gott. Gib mir den Stein. Gib mir noch einen fucking Stein. Los. Mann. Mann, oh. Verdammt nochmal. Another contestant's flesh was just violated with a spear. Ja, ganz genau. Nimm andere zuerst. War doch garantiert der Lukas, oder? Mein anderer kann es eigentlich gewesen sein. Ach, bei To-Do, okay. To-Do ist übrigens, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade dabei ist. Ich glaube, er kennt ihn. Ansonsten, ja. Wisst ihr Bescheid. Ist kein Random oder so, ist einfach nur ein Dalukacher Kollege. Your enemy just killed another contestant with a knife. Next up is Loot Pinata. Get to the center arena and hit one of the floating crates to get what's inside. Krass, hat jemand Loot Pinata. Er schon mal mehr Glück als ich. Das ist, glaube ich, Liquid. Der gekämpft hat, einen Baum geschlagen. Liquid hat einen Baum geschlagen. Okay, wir gehen mal woanders hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Auf jeden Fall brauchen wir noch irgendetwas an Waffe oder so. Oder einfach irgendetwas wäre ganz cool. Irgendwas würde mir schon reichen, irgendwie. Rote Fässer, damit kann ich persönlich jetzt gerade nicht so viel anfangen. Ah, Gas. Nervig. Aber wenn ich ja noch immer suche, ist Grants, ne? Wobei inzwischen ist mir eigentlich egal, wer es ist. Von daher. Im Endeffekt ist es alles ein Verhängnis für mich. Ich habe immer noch keine Gummipunkte abstauben können. Ich glaube, fürs nächste Mal müssen wir uns etwas niedrigere Ziele setzen für unsere ersten Gummipunkte. Ansonsten kriegen wir ja gar keine Belohnung. Denkt dran, von den Gummipunkten können wir uns imaginäre Sachen kaufen. Zum Beispiel eine Traumnacht im Traumland und so. Und wie gesagt, für die 1000 Gummipunkte, die wir uns ansammeln. Mein Gott, nervt doch nicht. 1000 Gummipunkte, die wir uns ansammeln können, können wir uns ein imaginäres Einhorn kaufen. Das ich selbstverständlich mit euch teilen werde. In Form eines Bildes. Shigo und ihr Einhorn. Deswegen, Leute, gönnt mir mein Einhorn und lasst mich auch mal hier einen Kill machen. Oder zumindest noch eine Waffe finden, das wäre ganz cool. Aber ich glaube, heute ist uns beides nicht ge... Das ist Funk. Meins. Das geht auch schneller als früher, habe ich das Gefühl. Muss allerdings nichts heißen. Ich hätte so gerne ein bisschen Funk, dann wäre mein Leben nicht so schwer. Danke, Spiel. Das reicht aber nicht. Ist das Problem. Damn. Da, Funk. Gib mir das. Ja? Gut. Okay. Das ist schon wieder Liquid? Und ich meine, Lilian ist Lilian, also farbige Menschen, also jetzt nichts gegen Maximalpigmentierte, ich meine farbige, also bunte Menschen. Von denen halte ich mich sehr gerne fern. Ich habe das Gefühl, ich verkriege mich hier nur in der Pampa, aber was soll ich machen? Ich meine, wie gesagt, ich würde gerne eine Waffe finden, eine echte, nicht nur so ein verkackter Kackbogen, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Spucke eingeatmet. Nein, jetzt mal davon ab. Wir gehen jetzt mal in eine Richtung. Genau. Da vorne ist eine Brücke. Wir gehen mal, also bei der Brücke waren wir gerade schon. Da war ja dann das Gas gezündet. Oh, ein Item Crate. Eine ungeöffnete. Das ist ja krass so. Bitte eine Mili. Mili, 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 Mili. Nice. Eins. Zwei. 2.
Du bist Tier 2. Hey, wir haben eine Tier 2-Waffe gefunden. Das heißt, wir haben... Oh Gott, wie nerv ich denn? Wir haben unsere ersten 100 Gummipunkte gemeistert. Die ersten 10% zu unserem imaginären Einhorn. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Okay. Was soll's, Freunde? Was soll's? Hier haben wir einen Stern, den können wir werfen. Ist auch ganz schön. Da ist jemand. Hallo, wen haben wir denn da? Hm? Bisschen rennen, bisschen schleichen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch egal. Wir haben unser Etappenziel für diese Folge, würde ich mal sagen, haben wir erreicht. Wir haben eine T2-Waffe. Und somit den ersten Meilenstein gesetzt. Wenn wir jetzt noch einen Kill kriegen würden, wäre das echt der Wahnsinn. Ich gehe nicht davon aus, aber das macht ja auch nichts. Man muss klein anfangen. Und um groß hinauszuholen, muss man klein anfangen, ja. Okay. It's time to play! Loot Express! In 2 minutes, a random package will be delivered to Kaltek Labs. Nein, komm schon! Gegen so einen blöden Traps kann ich wenigstens ein bisschen was bestehen, oder nicht? Ach komm, ey. Ja, natürlich! Und komm, krieg das doch ins Knie, verdammte Scheiße! Zu zweit ist voll unfair! Schon wieder! Mann! Ach Mann, das ist echt unfair. Egal, wir haben... Ja, ich habe überhaupt gar nichts gewonnen. Also bis zum nächsten Mal, bevor wir... Mal, ciao, ciao.